Dieser Opel-Rekord bricht keine Rekorde. 0 auf 100 in 12,8 Sekunden ist für einen Wagen der 2-Liter-Klasse nur ein Durchschnittswert. Wirtschaftlichkeit, Platzangebot, Zuverlässigkeit und Sicherheit hatten den Vorrang. Den 2-Liter-Motor gibt es auch in den leichteren Ascona und Kadett, die dementsprechend mit höheren Fahrleistungen aufwarten. Die Auswahl der Motoren für den Rekord, vom Diesel abgesehen, reicht vom 1,7 Liter für Normalbenzin bis zum 2-Liter Einspritzer. Bei unserem Testwagen handelt es sich um den stärksten Vergasermotor mit 74 Kilowatt gleich 100 PS. Beim 2-Liter werden die Ventile über hydraulische Stößel betätigt, die völlig wartungsfrei sind. Der Wagen hat Vierganggetriebe. Eine Automatik ist gegen Aufpreis erhältlich. Der Geschwindigkeitsbereich des zweiten Ganges reicht bis 95, der des dritten bis 145 Kilometer. Es sind somit gute Überholgänge. Die Synchronisierung ist jedoch etwas sperrig. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 173 Kilometer pro Stunde. Bei dieser Motorleistung ein Beweis für den geringen Luftwiderstand des Aufbaus, der somit auch dem Verbrauch zugutekommt. Mit diesem Test geben wir erstmalig den Verbrauch entsprechend den europäischen Normen an. Für den Opel-Rekord gelten auf 100 Kilometer folgende Verbrauchswerte. Bei konstanter Geschwindigkeit von 90 Kilometern pro Stunde 7,1 Liter. Bei konstanter Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde 9,7 Liter. Im Stadtverkehr 12,8 Liter. Im Durchschnitt also 9,9 Liter auf 100 Kilometer. Superbenzin ist erforderlich. Der Opel-Rekord liegt damit an der unteren Verbrauchsgrenze seiner Klasse. Bei einem Tankinhalt von 65 Litern hat der Opel den beachtlichen Aktionsradius von rund 650 Kilometern. Nur in den höheren Drehzahlbereichen wird der Motor etwas unruhig. Im Allgemeinen ist die Geräuschdämpfung gut. Bei 100 Kilometer pro Stunde beträgt das Innengeräusch 71 Dezibel A. In der Stadt ist man mit einer Servolenkung, allerdings zum Aufpreis von 1000 Mark, gut bedient, zumal sie auch bei schneller Fahrt exakt arbeitet und genügend Straßenkontakt vermittelt. Der Wendekreis beträgt 11,20 Meter, ein Durchschnittswert. Den Opel-Rekord gibt es als 2- und 4-türige Limousine sowie als 3- und 5-türigen Caravan. Unser Testwagen kostet mit rund 2.700 Mark Sonderausstattung knapp 18.900 Mark. Die Instrumente sind gut übersichtlich und in einem Wagen ohne sportliche Ambitionen halten wir die vorgesehene Quarzuhr für wichtiger als einen Drehzahlmesser. Sehr praktisch ist die für 100 Mark Mehrpreis erhältliche Höhenverstellung des Fahrersitzes, der in unserem Testwagen auch eine heizbare Sitzfläche besaß. Ein Fehler dieses Testwagens: nach mehrmaligem Zuschlagen der hinteren Türen fielen die Aschenbecher heraus. Ärgerlich ist, dass der Kofferraumdeckel nur mit dem Zündschlüssel geöffnet werden kann. Diese Gepäckstücke passen mühelos in den gut gepolsterten Kofferraum, der mit 480 Litern nach VDA-Norm reichlich bemessen ist. Das Reserverad bleibt auch bei voller Beladung leicht zugänglich. Das Platzangebot ist für einen Mittelklassewagen mehr als ausreichend. Der Einstieg ist dank der großen Öffnungswinkel der Türen besonders bequem. Auch bei weit zurückgestelltem Vordersitz kann hinten eine großgewachsene Person gut sitzen. Die hinteren Türen haben Kindersicherungen. Zur Wirtschaftlichkeit eines Fahrzeugs gehören auch die Preise für Ersatzteile. Hier einige Beispiele einschließlich der Einbaukosten. Vorderer Kotflügel 260 Mark, Tür 387 Mark, Auspuff komplett 382 Mark, Stoßstange vorn 188 Mark. Zur Prüfung der Wasserdichtigkeit fuhr der Testwagen durch eine starke Berieselungsanlage. Eine Prüfung, die er anstandslos absolvierte. Die gute Abdichtung wurde auch durch den weiteren Verlauf des Tests, der sich teils bei starkem Regen abspielte, bestätigt. Dabei waren die Zweigeschwindigkeitsscheibenwischer mit zusätzlicher Intervallschaltung den Anforderungen gewachsen. Im Vergleich zum Vorgänger dieses Wagens wurde die Vorderradaufhängung neu konstruiert. Zum ersten Mal verwendet Opel McPherson-Federbeine. Hinten wurde die Starrachsaufhängung weiterentwickelt. Ein viel besserer Kompromiss zwischen gutem Fahrkomfort und guten Fahreigenschaften ist mit der relativ unaufwendigen Konstruktion kaum zu erreichen. Aber sie hat ihre Grenzen, die besonders unter solch extremen Verhältnissen zum Vorschein kommen. Dafür werden äußerst angenehme und sichere Fahreigenschaften geboten.
Auch in einer überdurchschnittlich schnell gefahrenen, welligen Kurve verhält sich der Opel unproblematisch und erfordert kaum Lenkkorrekturen. Die gute Abstimmung des Fahrwerks bestätigt der Kreisbahntest. Der gegen Aufpreis mit Stahlgürtelreifen ausgestattete Rekord verhält sich weitgehend neutral. Auch im Grenzbereich ist ein Gegenlenken zum Abfangen eines ausbrechenden Hecks oder ein Zurücknehmen des Gaspedals zur Verhinderung des Geradeausschiebens über die Vorderräder kaum notwendig. Bis zur Haftgrenze lässt sich der Wagen problemlos lenken. Seitenwindtest. Der Wagen fährt mit 100 km Geschwindigkeit in einen künstlich erzeugten Seitenwind von ebenfalls 100 km. Der Fahrer hält dabei die Lenkung in der Geradeausstellung fest. Der Opel weicht hier um 1,75 Meter von seinem ursprünglichen Kurs ab. Damit ist er besser als der Durchschnitt. Unser neuer Bremstest. Bremsen lassen bekanntlich bei übermäßiger Erwärmung in ihrer Wirkung nach. Je schneller ein Wagen beschleunigen kann, umso mehr werden die Bremsen beansprucht. Im neuen Test wird der Wagen in schneller Reihenfolge von 0 auf 100 voll beschleunigt und wieder auf 0 abgebremst. Ein Wagen, der dies ohne merkliches Nachlassen der Bremsen 10-mal hintereinander schafft, hat hervorragende, seiner Leistung voll angepasste Bremsen. Beim Rekord ließ die Wirkung bei der 7. Vollbremsung nach, für ein normales Gebrauchsfahrzeug ausreichend. Das Qualmen der Bremsbeläge deutet auf die hohen erreichten Temperaturen hin. Wichtig für die Lebendigkeit eines Wagens und für die Länge der Überholvorgänge, die meisten Fahrer ohne Schalten durchführen, ist die Elastizität des Motors, für welche die Beschleunigungszeit von 80 bis 120 km pro Stunde im hohen Gang ein gutes Maß darstellt. Der Opel schafft dies in 13,4 Sekunden, entsprechend einer Strecke von etwa 375 Metern. Es ist erwähnenswert, dass durch Einschalten des dritten Ganges die für den gleichen Geschwindigkeitszuwachs notwendige Strecke um ganze 100 Meter gekürzt wird. Zusammenfassend können wir sagen, der Opel Rekord 2,0S ist ein gut ausgewogenes Auto, das allen an einen Gebrauchs- und Familienwagen gestellten Ansprüchen genügt. Für einen Wagen dieser Preisklasse ist der Kompromiss zwischen Komfort und Fahreigenschaften gelungen, wobei die Fahreigenschaften besonderes Lob verdienen. Zum Komfort tragen auch der ruhige Lauf und der geräumige Innenraum bei. Die Fahrleistungen sind für die Klasse nur durchschnittlich, dafür geht der Rekord mit dem Superbenzin sparsam um. Die Verarbeitung ist im Allgemeinen gut. Für lange Lebensdauer bürgen der bewährte Motor, die aluminierte Auspuffanlage sowie der solide Rostschutz, teils unter Verwendung von verzinkten Blechteilen. Zum Abschluss noch einmal unsere Daten. Beschleunigung von 0 auf 100, 12,8 Sekunden. Beschleunigung von 80 auf 120 im vierten Gang, 13,4 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 173 km pro Stunde. Innengeräuschmessung 71 dBA. Wendekreis 11,20 Meter. Seitenwindabweichung 1,75 Meter. Durchschnittsverbrauch 9,9 Liter. Preisempfehlung ohne Extras 16.160 Mark. Nicht alle im Testwagen eingebauten Extras sind sinnvoll. Wer aber zum Beispiel auf Servolenkung, Stahlgürtelreifen und Radio nicht verzichten will, muss mit einem Aufpreis von ca. 1.500 Mark rechnen.